Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Und zwar hat uns die blöde Kugel da und überrannt. Ich glaube, was wir machen müssen. Und zwar, wir müssen wahrscheinlich hier hochgehen. Ich gucke jetzt mal, ich glaube nicht. Also ich glaube, man kann da eigentlich ganz schnell hochkommen. Ja, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Okay. Gut, dann probieren wir es mal. Probieren geht über Studieren. Wir können das auch von weiter weg schießen, wenn ich mich richtig... Ja, da können wir weiter wegstehen. Und das dann... Wir können die Sachen später holen. Moment. Okay. Jetzt kommt die Kugel runter, das kennen wir schon. Schnell. Schnell, 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 Lara. Schnell, 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 schnell. Huch! Okay. Das hat nicht... geklappt. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich wirklich... Ich guck mal, ob man da auch so rüberkommt. Okay, also man würde rüberkommen. Es würde nicht kaputt gehen. Hallo? Ach so. Also von alleine geht das nicht kaputt. Das ist wirklich nur, wie die Kugel da dran stößt. Dann müssen wir schneller als die Kugel sein. Schwupps und schwupps. Gut. Müssen wir das jetzt nur noch hinkriegen von so weit weg wie nur möglich. Aha, okay. Das ist also da, wo wir es hinkriegen sollten. Okay. Okay, jetzt kommt die Kugel wieder. Jetzt müssen wir ganz, ganz schnell sein. Schneller, Lara! Du schaffst das! Und hopp! Ja, sehr schön. Gleich beim ersten Mal geschafft dieses Mal. Also, beim ersten Mal, als wir da drüber springen wollten. Geschafft. Jetzt ist die Kugel weg. Und wir können hier jetzt rüber. Schwupps und schwupps. Und wir können hier auch jetzt hoch. Wo wir ja schon die ganze Zeit hoch wollten, weil da so ein Medipack hier drüben ist. Da ist auch nochmal ein Schalter. Was macht der? Vielleicht bringt er nochmal die Dinge raus. Ach nein, der macht das, dass man das so lassen kann, glaube ich. Oder geht das wieder zurück? Nee, das geht wieder zurück. Okay. Dann müssen wir da einfach ein bisschen schneller sein. Aber wir können jetzt auf jeden Fall mal hier hochgehen und uns den zweiten Schlüssel holen. Sag mal, ich glaube, die Flamme, die wird ein bisschen breiter, wenn man hier daneben geht. Aber hier ist schon mal der zweite Schlüssel. Der ist grün. Der Schlüssel von Atlas. Der Gott, der die Welt auf seinen Schultern trug. Okay, das ist schon mal unten. Das bedeutet, das funktioniert nicht mehr. Das macht nichts. Dann können wir ganz einfach hier rüber gehen. Und nochmal das hier pressen. Oder drücken. Pressen wir eher nicht jetzt, aber drücken halt. Und schwupps und schwupps und schon fertig. Gut, dann können wir zum Kontrollpunkt gehen. Nein, zum nächsten gehen. Dann müssen wir nach hinten schwingen, glaube ich. Okay. Ich wurde übrigens auch gefragt, ob ich das neue Tomb Raider, das gerade eben erstmal rauskam, spielen. Das heißt Tomb Raider, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Entschuldigung. Das ist 16 plus, während das erste neue Tomb Raider... Ah, war da irgendwie was? Nee, gar nichts. Okay. War das erste neue Tomb Raider... Wie heißt es? Moment, jetzt zündet sich Atlas an. Das erste neue Tomb Raider, das hier rauskommt, kam mit der neuen Lehrer, ja 18 ist. Das heißt, ich werde gucken, ob ich das spielen werde, weil ich nicht weiß, wie das ist. Ich habe das noch nie durchgespielt. Also ich habe ja die meisten Tomb Raiders... Oder alle Tomb Raiders eigentlich schon durchgespielt. Nicht alle bis aufs Ende. Zum Beispiel das nicht. Das habe ich niemals bis zum Ende durchgespielt. Ich muss kurz gucken. Sag mal, wo müssen wir denn als nächstes hin? Also wir haben jetzt zwei, ne? Okay, da drüben ist auf jeden Fall ein Medipack. Dann gehen wir mal da drüben hin. Da waren wir. Ah, da geht's auch zu... Wie hieß der? Der Monklois? Oder irgendwie sowas? Okay. Und ja, wie gesagt, werde ich auf jeden Fall mal nachgucken. 18 Spiele werde ich eigentlich nicht spielen. Deswegen muss ich mal gucken, ob man bei dem Spiel wirklich
sag ich mal, also bei dem zweiten Spiel dann wirklich, was machst du denn, Lara? Ich weiß schon, okay. Ob man da wirklich das erste Spiel braucht und oder ob man da ansonsten nicht weiß, was los ist, weil ansonsten wäre das ja richtig blöd, ne? Wenn man da das erste Spiel gespielt haben muss, also das erste neue Tomb Raider, ansonsten weiß man nicht, was los ist. Aber ich, wie gesagt, ich gucke mir das auf jeden Fall mal an. So gegen Weihnachten rum wird das wahrscheinlich sowieso weniger kosten. Warte mal, war das überhaupt richtig? Ja, ich glaube, das war richtig. Ja, sieht richtig aus. Das wird dann weniger kosten und dann werde ich mir das mal zulegen. Wollte ich mir sowieso zulegen. Okay. Achso, ich hatte auch gefragt, ob ich Alice Madness Return spielen werde. Das ist ebenfalls 16+. Da muss ich dann... ich habe auf jeden Fall die 16+-Version, weil normalerweise ist das 18+. Aber ich habe die 16+-Version. Da muss ich unbedingt mal gucken. Vielleicht als so ein Halloween-Spezial. Aber ansonsten eher nicht. Das ist Demunculus. Oder vielleicht, wenn wir mal mehr Abonnenten haben, die vielleicht etwas älter sind. Ach, guck mal. Da müssten wir das auf jeden Fall rausziehen. Sehr schön. Gut. Jetzt immer das da. Nach oben. Und dann müssen wir das da reinschieben. Huch. So. Weil das nämlich gleich wieder runter geht. Gehen tut es aber trotzdem irgendwie nicht. Ach, ich weiß schon. Okay. Jetzt aber schnell. Ja, Wird da jetzt was draus, Lara, oder nicht? Habe ich es kaputt gemacht oder so, oder sowas? Okay. Okay. Nein. Geh nach oben, Lara. Und jetzt. Ah, nein. Das klappt auch nicht. Okay. Probieren wir es nochmal. Okay. Müssen wir das da reinschieben? Das haben wir ja gerade schon. Lara, rein. Nein. Oh mein Gott. Hat das mir einen Schrecken angelegt. Ich dachte schon, sag mal. Jetzt passiert's aber. Also ich weiß, dass wir da auf jeden Fall hochspringen müssen, weil es da sonst nichts anderes gibt. Die Frage ist jetzt, wie genau wir das machen und warum das nicht funktioniert. Vielleicht sagt es da was im Tagebuch. Ich sollte weitergehen. Okay, heißt es, dass wir jetzt nicht hier sein sollen oder... Was genau meinst du mit, da ich sollte weitergehen? Also jetzt erstmal so. Dann wieder nach oben. Nein, was machst du denn da? Sag mal. Hier, geh nach vorne. Also ich habe es noch so in Erinnerung, dass man das so machen musste. Oh, das war jetzt... Wieso kann sie da nicht hochgehen? Okay, dann probieren wir mal eine andere Tür. Also wir haben jetzt noch zwei Toren. Türen über. Die Frage ist, wo war das... Oh, oh. Wo war die andere Tür? Also das ist Poseidon. Nein, das geht nicht. Kann die... Lara, geh mal runter. Poseidon, Damaculus. Okay. Da war noch mal eine Tür. Vielleicht ist die weiter oben. Vielleicht müssen wir da noch weiter nach oben klettern, um die zu finden. Werden wir jetzt auf jeden Fall rausgehen. Oder steht da jetzt allgemein, ich sollte weitergehen? Ich brauche wohl 4 Schlüssel, um die große Tür am Boden dieses Raums zu öffnen. Okay. Also bei dem anderen hat sie gesagt, ich sollte weitergehen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wir jetzt noch nicht bereit sind, vielleicht, keine Ahnung, da reinzugehen. Ist auf jeden Fall komisch, dass es nicht funktioniert hat. Okay. Gut, dann gucken wir mal rum. Das war Poseidon, da waren wir schon drin. Ach, guck, da oben. Hippasius. Okay. Gut, dann gehen wir mal zu dem. Die Frage ist jetzt, wie wir da hinkommen.
Aber das werden wir sicherlich schon herausfinden. Wo ist er? Da. Ah, okay, wir müssen da von da rüber, okay. Okay. Ah, wir müssen da drauf, denke ich. Ja, dann darüber. Wie kommen wir da hin? Vielleicht müssen wir springen. Okay. Gut. Dann, gehen wir mal hoch. Oh, vielleicht nicht in die Richtung, sondern in die hier jetzt. Oh, jetzt hier hoch. Warum hat es da eigentlich eine Leiter? Verstehe ich gar nicht. Bei Atlas waren wir auch schon. Okay, das haben wir schon angeschossen. Oh, vielleicht müssen wir hier hoch. Nee, das ist es nicht. Also wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Oh, jetzt springen wir mal hier hoch. Ah, guck mal. Hier aber geschossen haben. Angeschossen haben wir das ja schon. Können die da hoch? Ja, die kann da hoch. Ah, okay, da müssen wir doch darüber springen. Alles klar. Gut, das hätte schon mal ganz gut geklappt. Lara, dankeschön. Okay, dann müssen wir jetzt einmal hier hoch. Huch, ganz vorsichtig, liebe Lara, ganz vorsichtig. Dann hier rüber und hops. Okay. Und jetzt hier und schwupp. Ja, ich weiß, ich weiß. Das hat uns fast das Leben gekostet. Huch, ganz vorsichtig. Ah nein, hier hoch. Okay. Dann wären wir jetzt in der anderen Tür. Da ist wieder ein Kontrollpunkt. Ah, guck mal, das sieht doch schon mal einfacher aus. Ah, das funktioniert bestimmt gar nicht. Da müssen wir bestimmt gleich mal hier hochgehen. Okay. Sehr schön, Lara. Gleich mal beim ersten Mal geschafft. Oh Gott, ich höre was Das kenne ich noch sehr gut. Da speichere ich schnell. Und zwar, da hatte ich solche Probleme, das herauszufinden, dass mir meine Mutter eigentlich gesagt hat, wie es das funktioniert. Okay. Alles, was da hochgeht, wird vom Blitz getroffen. Wir müssen jetzt erstmal hier hin. Oh, oh. Ganz vorsichtig, Lara. Dann hier hin. Ganz schnell hier rüber. Und jetzt hier rüber. Schnell, schnell, schnell. Huh, geschafft. Das geht aber leider noch weiter, diese blöde... Nein, 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 nein. Huh, das war sehr, sehr gut. Okay. Okay. Wir müssen den Schlüssel hier rauskriegen. Wie machen wir das am besten? Aber wir benutzen diese Statue erstmal jetzt, weil die muss hier rüber. Okay, dann müssen wir die ungefähr so rüber stellen. Und ich zeige euch mal, wo der Block hinkommt. Der kommt nämlich hier rüber. Ups. Ich glaube, der kam hier rüber. Ja, der kam hier rüber. Okay. Dann ist da nochmal sowas. Jetzt einmal hier runter. Das benutzen wir aber noch nicht, falls wir das brauchen. Okay, jetzt müssen wir einmal hier hoch und hier hoch. Ganz schnell. Ja. Huh! Medipack. Sehr schön. Dann haben wir es jetzt zum... Lara. Genau. Zum Medipack geschafft. Jetzt müssen wir nur noch in die andere Richtung. Ja, Mist. Huh! Da muss man ganz schnell sein. Weil ansonsten erwischt es einen. Können wir gar nicht aufheben. Okay, haben wir schon zu viel Munition hierfür. Gut. Ich glaube, hier war was. Ja. Hier drüben. Und jetzt einmal hier rüber. Okay. Ach, was sagt sie denn jetzt eigentlich hier in dem Tagebuch? Die Statuen sehen marode aus. Okay. Gut. Jetzt das hier. Dann hier rüber und runter. Gut. Nochmal eine Statue. Die können wir jetzt dann hier rüber schieben. Die ist leider sehr, sehr langsam, aber die muss unbedingt hier rein.
Okay. Dann schieben wir das noch darüber. Vorsichtig, Lara. Ganz vorsichtig. Hier rein. Und so. Okay, was wir jetzt machen müssen, das ist nur einmalig. Sehr schön, offen. Und die Tür ist auch offen. Habe ich gar nicht gemerkt, dass die Tür geschlossen war. Okay. Gefunden! Schlüssel von Hepahistos. Habe ich das richtig gesagt? Keine Ahnung. Okay, cool. Wir haben jetzt 3 Schlüssel gefunden. Das heißt, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, falls euch diese Folge gefallen hat. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, damit ihr noch weitere Folgen seht und schneller mitbekommt. Und ja, dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Käsekuchen. Tschüss.